Jan Vogler holt Schwung, egal wo er ist, gerade im New Yorker Central Park. Sich bewegen ist ein Muss für den Musiker. So tankt er Energie. Die Dresdner Musikfestspiele stehen an, fast 4 Wochen Anspannung pur. Da muss er fit sein, als Intendant und Cellist. Jan Vogler wird weltweit als Sänger auf 4 Seiten gefeiert. Das ehrt ihn und der Erfolg hilft ihm für seine besonderen Projekte. Er ist ein exzellenter Teambuilder, Entdecker und Menschenfänger. Ich liebe seine Risikobereitschaft. Er probiert immer neue Dinge aus und ist wunderbar anpassungsfähig. Das ist für mich die höchste Form der Intelligenz. Jan ist immer voller Zuversicht. Er ist der Vater unseres Erfolgs. Gut 7-mal im Jahr umrundet Jan Vogler im Flugzeug die Erde. Die Hotels in den Musikmetropolen der Welt sind neben Dresden und New York sein 3. Zuhause. Wien mag er besonders, egal ob ihm der Beifall im berühmten Musikverein oder im Konzerthaus dankt. Also ich glaube, der Erfolg, den sollte man auch gar nicht so unbedingt überschätzen. Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich immer noch die Musik selbst. Wir spielen für unser Publikum, wir spielen nicht für den Erfolg. Und diese beiden Elemente machen mich wirklich glücklich, wenn ich ein glückliches Publikum sehe oder die Musik wirklich anfängt zu leben. Soundcheck für das Programm New Worlds. Ein Hit, mit dem Jan Vogler und der amerikanische Charakterkopf Bill Murray 2 Jahre durch die internationalen Konzertsäle tourten. Fast 70 Mal präsentierten sie zu viert den literarisch-musikalischen Spaziergang durch amerikanische Literatur und europäische Musik. Spektakulär ihr Halt in Wien. Spektakulär, weil sie das Konzert in einem Wunderraum der Fantasie spielten, in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums, einem der bedeutendsten der Welt. Kino und Klassikstar fanden auch hier eine gemeinsame Sprache, die das Publikum genoss. When anyone asks, privately I take a lot of credit, but publicly I give him all the credit. Natürlich lasse ich mich gern feiern, aber bei dem Projekt nur privat. In der Öffentlichkeit gehört Jan alle Anerkennung. Er ist der, der vorausschauen kann, der konzipiert, der den Durchblick hat. Führen liegt mir nicht so, aber er ist sehr gut darin. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? Es ist eine großartige Zusammenarbeit. Ich bin dabei der amerikanische Typ, den die Leute in den USA kennen. Doch das Publikum weiß nicht so ganz genau, was es erwartet. Und dann ist es total überrascht. Western-Literatur trifft musikalisch europäische Klassik. Das begeistert auch Prominente. In Wien die Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton oder Golden Globe-Gewinner-Regisseur Wes Anderson. Dem Publikum gefällt besonders die ansteckende Spiellaune. Ist schon kurios. Normalerweise hast du erst ein kollegiales Verhältnis, wenn du zusammenarbeitest, und erst danach kann eine Freundschaft entstehen. Aber wir waren zuerst Freunde und wurden dann Kollegen, und wir sind immer noch Freunde. Ich scherze immer, versuche nicht mein Freund zu sein. Wir haben einen Job zu erledigen. Wenn der uns nicht gut gelingt, können wir keine Freunde sein. Open your eyes. Von transatlantischem Glühen mit amüsanten Funken, schrieb die Presse. Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Schauspieler Bill Murray hat Jan Voglers Bekanntheit zusätzlich befördert. Die daraus entstandene CD schaffte es in den USA sogar auf Platz 1 der Klassikcharts. Through this to that.
Das war toll. Und ich habe das Gefühl, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, das Programm mal zu verändern und zu wagen, ein neues Programm zu erstellen. Und ich glaube, er guckt jetzt so ein bisschen mit einem schrägen Seitenblick auf mich. Machst du mal ein neues Programm? Also ich werde mich jetzt dran setzen und werde ganz kreativ versuchen, völlig unbefangen ein neues Programm zu machen. Und das heißt so ein bisschen, wir haben es noch nicht satt. Dresden. Die Elbestadt ist für Jan Vogler zu einem Glücksfall geworden. Weit über die Hälfte seines Lebens fühlt er sich in der sächsischen Kunststadt schon heimisch. Hier fand er in den 1980er Jahren sein erstes eigenes Zuhause. Ungewöhnlich für einen gebürtigen Berliner zu DDR-Zeiten. Für mich war das sehr spannend, weil ich tatsächlich aus Berlin in die Kunststadt Dresden kam und sofort spürte, hier steht die Kultur im Zentrum. Also hier hat man wirklich gemerkt, die Semperoper steht nicht nur in der Mitte von Dresden, sondern das war wirklich das zentrale Beschäftigungsfeld. Ich habe es sofort gemerkt, als ich dann bekam mein erstes Auto und musste zur Probe schnell und musste irgendwie im Parkverbot schnell mein Cello ausladen. Und da kam ein Polizist und ich habe dann gesagt, ich muss ganz schnell zur Probe bei der Staatskapelle. Und da hat er dann sofort gesagt, ach, dann können Sie natürlich hier parken. Also es war so eine natürliche Verbindung zwischen der Bevölkerung und den ausübenden Musikern da, die ich aus Berlin nicht kannte. Mit 20 und noch nicht mit dem Musikstudium fertig, stellte sich Jan Vogler 1984 bei einer der ersten Orchesteradressen der Welt vor, der Staatskapelle Dresden. Es war wirklich so, dass die Staatskapelle einen Brief schrieb an die Hochschulen, ob es Bewerber gäbe für die Stelle. Mein Vater sagte sofort, also das ist eine Riesenaufgabe und das schaffst du vielleicht gar nicht. Und hat mir also eher Zweifel eingesetzt, mir dann aber sehr geholfen. Ich habe mich sehr hart darauf vorbereitet. Ich habe selten so viel geübt wie in dieser Zeit und habe dann gedacht, ich will es zumindest probieren und möchte da den bestmöglichen Eindruck machen. Vorzuspielen hatte er dafür beim heutigen Grand Seigneur des Taktstocks, beim schwedischen Ausnahmedirigenten Herbert Blomstedt. Das ist für die Kandidaten enorm schwierig und enorm eine große Nervenanspannung. Es gibt ja nur eine Stelle zu vergeben, aber es sind vielleicht 100 Bewerber, vielleicht 200, sogar 300 Bewerber für eine Stelle. Und alle haben studiert, fleißig studiert, alle lieben Musik. Die meisten haben sehr gute Lehrer gehabt, kommen von Musikhochschulen, Privatlehrer. Die haben vielleicht in jungen Jahren schon angefangen zu spielen. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, eine Stelle in der Staatskapelle zu bekommen. Ich kam in den Saal, die Musiker saßen schon dort. Ich habe mich 2 Minuten vor den Musikern mit einer Tonleiter eingespielt und dann einfach begonnen. Und an das Vorspiel habe ich fast keine Erinnerung mehr. Aber außer, dass dann Herbert Blomstedt nach dem Vorspiel kam und mir Hoffnung machte und sagte, ich sollte nochmal wiederkommen in 2 Wochen und mit Orchester. Er kam wieder, spielte mit dem Orchester und bekam die Stelle 1985. Dresden hat etwas sehr Inspirierendes. Ich glaube, dass wir dürfen nicht vergessen, dass die sächsische Kulturlandschaft ja sehr alt ist. Und ich habe zum Beispiel wirklich durch meine Zeit in Dresden eine bestimmte musikalische Prägung erhalten. Und die wird auch immer wieder aufgefrischt, wenn ich hierher komme. In Sachsen lernte Jan Vogler auch, Verantwortung zu übernehmen. Zunächst vor den Toren Dresdens. 1993 gründeten sein Bruder Kai, der Cellist Peter Bruns und er das Moritzburg-Festival für Kammermusik. Die Idee beruhte auf eigener Erfahrung. Mehrfach erlebte Vogler in den USA beim Marlboro Festival, wie wichtig es ist, jungen Musikern die Chance zu geben, sich auf höchstem Niveau auszuprobieren. In Dresden traf der Cellist auch die wahrscheinlich künstlerisch mutigste Entscheidung, sich von der sächsischen Staatskapelle zu trennen und nach über 10 Jahren nur noch solistisch zu arbeiten. Ich war gar nicht überzeugt, dass ich das schaffe. Also das war eher das Umfeld, das mich sehr motiviert hat. Das war durchaus so, als ich die Stelle bekam. Und es war dann auch so, als ich die Stelle aufgab, 1996. Die Stimmen wurden lauter um mich herum. Willst du nicht dich wirklich spezialisieren? Auch von meiner Partnerin, damaligen Partnerin, wir waren noch nicht verheiratet, Mira Wang. Und
Selbst meine Eltern waren, als ich ihnen von der Tendenz erzählte, nicht ablehnend. Aber ich wusste natürlich, dass eine Solokarriere keine Garantie ist. Für diese Entscheidung ließ sich Jan Vogler viel Zeit. Er wollte sich nicht verbrennen lassen, wie es heute oft jungen Cellisten passiert. Das Publikum liebt Newcomer. So schnell wie sie da sind, ist ihr Zenit aber auch schon wieder überschritten, so Voglers Beobachtung. Er bevorzugte den Marathon im Orchester, bevor er ausschließlich solistisch startete. Und ist dankbar, dass er sich Schritt für Schritt bei der Staatskapelle ausprobieren konnte. Der lange Atem hat sich ausgezahlt in über 20 Solojahren, vielfach preisgekrönt. Die Begeisterungsfähigkeit hat sich bei mir nicht verändert. Also ich fühle mich auch noch genauso jung am Cello wie vor 30 Jahren, obwohl ich sagen würde, dass vielleicht einiges leichter geht, weil man etwas mehr Erfahrung hat. Aber trotzdem gibt es so viel noch zu entdecken, dass ich mich nicht langweile am Cello. Und ich hoffe, dass das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb ich auch noch was auf der Bühne, vielleicht was eine Geschichte erzählen kann. Nach Berlin, in die Stadt seiner Kindheit und Jugend, kommt Jan Vogler immer wieder gern. Privat, weil die Mutter hier nach wie vor lebt und weil Berlin eine der wichtigsten europäischen Musikstädte ist. Hier am Prenzlauer Berg ist er groß geworden. Da dem älteren Bruder Kai die Geige bestimmt war, begann Jan, Cello zu üben. Es war bei uns ein Haus der Musik, aber sonst wohnten keine Musiker dort. Aber die Mitbewohner waren relativ tolerant. Also wir haben schon ab und zu mal, hat es mal geklingelt und hat einer gesagt, also bitte nicht so spät noch üben oder bitte nicht so viel Musik machen. Aber es kam relativ selten vor. Also dann mein Bruder Geige, meine Schwester Klavier und ich Cello für Weihnachten oder den Geburtstag unserer Großmutter. Eine Kindheit und Jugend, die nur üben, üben, üben kannte? Mutter Ingeborg, die Geigerin, und Vater Peter, der Cellist, forderten und förderten die drei Kinder sehr im Instrumentenspiel. Darum musste Jan für das, was er außerdem gern wollte, schon früh ein perfektes Zeitmanagement entwickeln. Ich habe immer auch als Kind schon versucht, viele Dinge unter eine Haube zu bekommen, unter ein Dach zu bekommen, die eigentlich nicht vereinbar sind. Ich habe sehr viel Fußball gespielt, ich war sehr viel draußen. Ich habe auch ein Hobby gehabt, Drachen gebaut, die ich dann am Wochenende habe steigen lassen, auch sehr relativ große Drachen. Und habe versucht, das zu kombinieren, also schnell konzentriert üben und dann raus mit den Eltern einen Kompromiss aushandeln. Sage ich, übe ein bisschen und gehe ein bisschen raus und dann vielleicht übe ich nochmal. Das Musizieren, überhaupt die Kunst, war für alle in der Familie Vogler der reizvolle Kontrast zum Alltag im Schatten der Berliner Mauer. Die Musik oder die Kunst ist ja eine eigene Welt. Und für uns war das ein Glücksfall. Also ich sag mal, dass ich eine sehr glückliche Kindheit hatte durch diese Beschäftigung mit der Kunst. Und diese Kultur war die Flucht vor der doch sehr begrenzten Realität. Und es war eine schöne Flucht, würde ich heute sagen. Hier sind wir jetzt an der Spezialschule für Musik, das heißt heute Musikgymnasium Karl Philipp Emanuel Bach. Und hier bin ich zur Schule gegangen ab 12 Jahre. Dort oben die schönen runden Fenster, das war die Aula. Und dort haben wir dann unsere Konzerte gegeben. Die haben wir wahnsinnig ernst genommen. Also es war für uns wirklich die Welt, in der entschieden wurde, ob man jetzt diese Woche glücklich ist oder unglücklich ist, wie dann eben dieses Vorspiel lief. Das Härteste war, wenn man einen Mitschüler gehört hat, der etwas besonders toll gespielt hat und man dachte, das kann ich so noch nicht oder da muss ich noch was nachholen. Und dann hat man wieder, wir haben uns also untereinander auch sehr angespornt. Mit Ehrgeiz und Disziplin hat Jan Vogler sein Ziel erreicht, in den großen Konzerthäusern der Welt zu spielen. Heute in der Berliner Philharmonie. Ein besonderer Abend, gleich zweifach. Er dient einem guten Zweck, ein Benefizkonzert zugunsten der Berliner Stiftung Gute Tat. Und sein langjähriger Cellolehrer hört zu, Professor Josef Schwab. Grüß dich, Herr Lehrer. Vielen Dank, schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Zu hören. Ja.
wie du das spielst, fand ich unglaublich, unglaublich schön. Gerade diese Mehrstimmigkeit mit Unterstimmen, Oberstimme, Mittelstimmen. Ich weiß, du hörst detaillierter vielleicht zu als das meiste Publikum und versuche ich da noch ein paar Sachen so zu machen, dass es auch dir gefallen. Also es ist so eine Inspiration, würde ich sagen. Du hast ja sehr viel daran gearbeitet, dass das, der Ton nicht statisch und irgendwie trompetenartig klingt, sondern dass er immer beweglich ist und lebendig, wie eine Singstimme eigentlich. Dass er aufgelöst wird in flexible, flüssige Substanz und nicht starr und daher kommt der Celloton. Ich glaube, ich habe es heute wieder gehört, das hat sich bis zum heutigen Tag erhalten, dieses unglaublich tiefe Empfinden und diese Begeisterung, diese Sucht, Musik zu machen. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Mach's gut. Kaschka. Annane Trepko, hier bei der Radeberger Nacht der Stars, gehört zu den internationalen Künstlern, mit denen Jan Vogler gern musiziert. Selbstverständlich ist es auch mittlerweile für ihn, mit weltberühmten Orchestern auf Tournee zu gehen. Und er konzertiert regelmäßig mit Klassikstars wie der Französin Hélène Grimaud. Ich glaube schon, dass es ein gewisses auch Sendungsbewusstsein gibt, also eine Art Aufgabe, die man spürt, dass man mit dem Cello etwas sagen kann, was man mit Worten nicht sagen kann und dass man mit der Musik etwas vermitteln kann, was alle Menschen berührt. Seit Anfang der 2000er Jahre ist der Cellist bei Sony Classical unter Vertrag. Gut 20 CDs sind seitdem entstanden. Michael Brüggemann steht seit Beginn der Zusammenarbeit Jan Vogler künstlerisch zur Seite. Seine Einspielung der Bach-Cello-Suiten, das ist ja so das Krönungswerk der Cello-Literatur, hat weltweit nicht nur 5-Sterne-Rezensionen bekommen, sondern wurde auch als solistische Einspielung des Jahres ausgezeichnet. Also da geht es um das Niveau. Aber wenn man als Label arbeitet, sucht man immer an interessanten Persönlichkeiten. Und bei Jan spürt man, dass er sich gerne mit Menschen verbindet. Wenn er eben am Flughafen Tegel Bill Murray trifft, vielleicht treffen viele Leute Bill Murray, aber bei Jan entsteht dann ein Projekt draus, was eben klassische Musik mit was anderem verbindet. Und das dann weltweit ein durchschlagender Erfolg wird. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Einzigartig ist auch das richtige Wort, um die künstlerische Nähe zur französischen Pianistin Hélène Grimaud zu beschreiben. Zwischen beiden gibt es kein Gerangel um Aufmerksamkeit. 2004 standen sie erstmals gemeinsam in Dresden auf der Bühne. Seitdem bemühen sich beide, mindestens einmal im Jahr zusammen zu musizieren. Wenn Jan spielt, ist es, als ob jemand zu dir spricht. Er spricht direkt zu deinem Herzen. Das ist das Tolle am Musikmachen. Durch deinen Partner kannst du neue Dinge entdecken. Du kannst wachsen. Diese Qualitäten von Jan sind einfach großartig. Es ist dieses Element der Verspieltheit. Wir sind Komplizen in der Art, wie wir Musik machen. Jemand wie Jan ist eine wundervolle Inspiration. Wenn man sieht, wie er sich entwickelt und wächst. Es ist schön zu sehen, dass das auch ohne Kompromisse auf menschlichem oder künstlerischem Niveau möglich ist. Er hat eine Art Vorbildfunktion. Er ist ein wunderbarer Botschafter, der die Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen. Ambassador, or I mean, as you said, Eclair, but someone who really has the ability, I think, to unite people. New York, Jan Voglers zweites Wohnzimmer seit Mitte der 1990er Jahre. Der politische Umbruch 1989, von ihm ersehnt, machte es möglich, sich in Manhattan neben Dresden niederzulassen. Auch in Big Apple ist das kostbare Cello sein ständiger Begleiter. Und das, obwohl die über 300 Jahre alte Stradivari mit Kasten fast 10 Kilogramm wiegt.
Das Gewicht ist das Einzige, was Jan Vogler über seinen wichtigsten künstlerischen Partner preisgibt. Fragen nach dem genauen Wert der Stradivari und ob er Besitzer oder Eigentümer ist, lässt der Mit-50er unbeantwortet. Heute ist er auf dem Weg zum Geigenbaumeister seines Vertrauens. 2 bis 3 Mal pro Jahr lässt er unweit des Times Square sein Instrument auf Herz und Nieren prüfen. Seit 2002 ist Tatsuo Imaishi auf außergewöhnliche Instrumente spezialisiert. Ah, hi Tatsuo. How are you? We're going to check for the seams first. That would be great. In New York kommt es tatsächlich vor, dass ich mal eine Woche zu Hause bin und keine Konzerte habe. Das ist der perfekte Moment, um das Cello unter Umständen auch mal zu verändern, also was Neues zu probieren, weil es braucht ein paar Tage, ehe sich's wieder setzt, ehe man sich wieder ganz natürlich auf der Bühne mit dem Cello fühlt. Und das ist der erste Grund. Der zweite Grund war, dass ich Tatsu kennengelernt habe vor ungefähr 10 Jahren. Und wir haben angefangen zu arbeiten und ich habe gemerkt, was für ein fantastischer Handwerker er ist, also wie genau er sein Handwerk versteht. I think, I guess I would say not the instrument, but the setup. Ich würde sagen, nicht das Instrument, sondern der Sound reflektiert Jans Charakter. Ich habe mit dem eigens für ihn gebauten Saitensteg etwas ganz Neues versucht. Jan sucht immer nach neuen Wegen und Möglichkeiten, den Sound zu verbessern. Es macht einfach Spaß, mit Jan zu arbeiten. Der legendäre Yachtclub mitten in Manhattan. Hier engagiert sich Jans Frau Mira Wang, organisiert exklusive Konzerte für ein erlesenes Publikum, das Weichen für Karrieren stellt. Auch für die von Jan Vogler. Die Hektik von New York fordert einen heraus, schnell zu denken, schnell zu reagieren, wendig zu sein, auch groß zu denken und auch mutig zu sein mit den Ideen. Und Dresden hilft einem vielleicht, die Ideen auszufeilen und auch eine gewisse Erdung herzustellen. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein gewisses Heimatgefühl. Und das stellt sich natürlich in einer Stadt, die man seit über 30 Jahren kennt, eher ein als in einer Stadt, die man eher als Inspirationsort sieht. In New York hat Jan Vogler auch privat die Entscheidung seines Lebens getroffen. Während einer Tournee noch mit der Sächsischen Staatskapelle heiratete er 1996 die chinesische Geigerin Mira Wang. Kennengelernt hatten sie sich schließlich auch in den USA, schon 1991. Es war natürlich auch eine typische Situation. Ein Marlboro Music Festival ist in Vermont, ist also ein bisschen wie Moritzburg. Man ist in einer Landschaft, in einer wunderschönen Landschaft für 7 Wochen. Im Übrigen, das ist ein sehr langes Festival und bewegt sich nicht vom Fleck. Man geht mal in dem See, nicht so weit entfernten See, schwimmen und ansonsten spielt man von früh bis abend kaum Musik mit jungen Musikern und erfahrenen Musikern und da lernt man sich natürlich sehr gut kennen. Ich muss auf Englisch jetzt sagen. He was a good looking young man, so I was attracted to him. Very simple. Seit Anfang der 2000er Jahre sind die Voglers zu viert. Cecilia ist 3 Jahre älter als Brynja. Beide musikverliebt. Musiker wie ihre Eltern wollen sie allerdings nicht werden. Neben der Sprache der Musik klingt's bei Voglers international. Meistens halt Englisch. Also für mich ist es einfacher. Es war einmal also Chinesisch, aber jetzt mehrere Englisch. Weil die gehen in die Schule. Ja, also mein Eindruck war immer, dass ich fand, Mira hat eine sehr starke Persönlichkeit. Und das hat mich immer beeindruckt und mir auch immer gefallen. Und es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht derjenige bin, der mit vielen verschiedenen Arten von Leben zurechtkommen könnte. Und Mira hat manchmal sehr genaue Vorstellungen, das ergänzt sich sehr gut. Ich finde, wenn man zusammen etwas aufbaut, ohne dass es so geplant war, und du folgst einfach deinem Gefühl, weil du merkst, das ist es gemeinsam, dann entsteht etwas Wunderbares. Jan Vogler ist seit 2009 Intendant der Dresdner Musikfestspiele. Er brachte neuen Schwung ins traditionsreiche Festivalleben. Internationalität ist sein Anspruch, wie auch hohe künstlerische Meisterschaft.
Er hat nicht nur den Blick für ungewöhnliche Spielstätten, sondern auch außergewöhnliche Gäste. Das will neben den eigenen Konzerten alles organisiert sein. Ich denke, wir haben mit den Festspielen natürlich wahnsinnig viel geschafft. Und wir sind auch mit der Entwicklung gegenläufig. Also viele Festivals in Europa haben gerade eher Krisenstimmung, weil die Konzertgewohnheiten verändern sich. Und wir haben auf diese Entwicklung relativ früh reagiert und haben deshalb im Moment jedes Jahr ein sehr großes Wachstum. Also wir wachsen wirklich fast in allen Jahren zweistellig, also im zweistelligen Prozentbereich. Das ist sehr erfreulich und das ist auch für Dresden sehr, sehr wichtig, weil Dresden ja ist eine gewachsene Kulturstadt, die sehr, eine sehr starke Ausstrahlung hat, aber die Dresdner Musikfestspiele können so das Fenster zur Welt sein. Das ist also eine Qualität der Musik, dass sie die Menschen ja eher verbindet als trennt. Das Trennende ist aber zurzeit politisch Dresdens Problem. In New York oder bei Gastspielen wird Jan Vogler immer wieder auf die Montagsproteste angesprochen. Es gibt eben keine leichten Erklärungen für diese komplexen Probleme. Und wenn jetzt jemand kommt, und das ist ja dieser Populismus, und versucht mit einem einfachen Satz zu sagen, ich weiß, wie ich das löse, das Problem, dann lügt er, weil das sind sehr komplexe Vorgänge und Bildung kann also helfen. Und Kultur kann sensibilisieren. Und Sensibilität ist im Umgang mit Menschen nie ein Fehler. Auch der Kulturpalast mit dem neuen Konzertsaal ist zum Ort des Streitens geworden. Zuallererst aber beweist er sich als wunderbarer Klangraum für das Kulturleben der Elbestadt. Ein echter Gewinn für die Dresdner Philharmonie und natürlich auch die Musikfestspiele. Hey, ja, Sven. Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ja, sehr gut, dir auch. Ist ganz ausgerechnet hier. Kommst du aus Kanada, oder? Jetzt, gestern, ja. Der in Dresden lebende Komponist Sven Helbig und Jan Vogler kennen sich schon einige Jahre. Beide schätzen sich und suchen künstlerisch erneut die Zusammenarbeit. Für die nächste Premiere treffen sie sich zu einem ersten Arbeitsgespräch. Drei Komponisten von drei Kontinenten, ein Chinese, ein Amerikaner und Sven Helbig, komponieren jeweils einen Satz für Cello und Orchester. Uraufführung natürlich bei den Dresdner Musikfestspielen. Die stärkste Quelle für solche Gedanken ist die, dass man sich mal neben das Instrument setzt. Der direkte, analoge Kontakt, wenn der Körper auch damit resoniert, mit dem Instrument, das ist ja was ganz anderes als die flache Abbildung vor zwei Lautsprechern. Und das merke ich jetzt schon. Es kribbelt schon irgendwie im ganzen Körper. Aber das ist ja auch das, weshalb die Leute das Live-Konzert so lieben. Weil man im Grunde genommen in dem direkten Kontakt, auch in so einem Saal noch, kann man physisch das Cello auf die Menschen übertragen. Also ein paar Töne gehen so richtig durch Mark und Bein. Wie bei den letzten Dresdner Musikfestspielen im Cellomania-Konzert, als es Jan Vogler gelang, über 20 Cellisten nach Dresden zu holen. Beim gemeinsamen Auftritt ernteten sie ein Beben als Beifall. Ich glaube, dass eine künstlerische Tätigkeit hängt immer mit Strukturen aufbrechen zusammen. Und das hilft mir natürlich sehr, wenn ich mich mit so vielen verschiedenen Musikrichtungen beschäftige. Und auch bei dem Festival, bei den Dresdner Musikfestspielen, versuche ich, diese klassischen Festivalformen etwas aufzubrechen. Und das macht mir nicht nur sehr viel Spaß, sondern es ist auch ein Zeichen unserer Zeit. Unsere Zeit verändert sich sehr stark in diese Richtung. Und mir macht es Spaß, vielleicht der Zeit so ein ganz klein bisschen voraus zu sein. Etwas mehr als die klassische Musikszene im Generellen. Und das motiviert mich. Das Überraschende ist Jan Voglers Markenzeichen. Weltweit. Mit viel Elan bereichert er immer wieder den Klassikbetrieb. Der Schwung dafür kommt nicht von ungefähr. Er braucht ihn und will ihn behalten. Er ist noch längst nicht am Ziel. Geschichte und Geschichten aus Dresden. Es gibt viele Kirchen, aber es gibt wenig Kirchen, die eine solche Ausstrahlung haben. Der größte Sandsteinbau der Welt, die Dresdner Frauenkirche. Dienstag, 21 Uhr.